Und ich glaube, es ist kein Strom. Guten Morgen. Heute mal ein durchschnittlicher Vlog mit meiner Lieblingskatze oder einer meiner Lieblingskatzen von dem italienisch-toskanischen Hof. Und dieser Vlog wird ziemlich gemischt werden. Ihr werdet viel zu sehen bekommen. Viele Einzelheiten, viele Teile. Wir bereiten erstmal das Futter für die Papageien zu und mal sehen, was heute noch so alles passiert. Also wir haben heute nicht unbedingt ein großes Highlight, sondern viele kleine Highlights. Und das erste davon ist hier schon mal die feine Katze. Bleibt dran, denn direkt nach einem kurzen Intro geht es los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Zusch Vinzenz auf der Suche nach dem Glück. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr gerne mehr über mein Leben sehen möchtet, meine Reise, meine Suche und so weiter. Lasst auch ein Like da, wenn euch das Video gar nicht gefallen sollte, könnt ihr es am Ende wieder entfernen. Und was heute alles passiert, das weiß ich selbst noch nicht, aber wir werden bestimmt einiges erleben und es wird bestimmt wieder ein interessanter, toller Tag. Legen wir los! So, als erstes bereiten wir mal das Papageienfutter vor. Ich habe jetzt hier schon mal Äpfelchen klein geschnitten. Jetzt schneiden wir noch eine Banane klein. Ich weiß, dass man das eigentlich nicht tun muss. Und ja, schreibt mir mal, wenn ihr auch Papageien habt oder andere Vögel habt, ob ihr das Obst klein schneidet, ob ihr es einfach nur so reinlegt und den Papageien zu fressen gebt. Würde mich mal interessieren. Also die Sache ist ja die, dass der eine oder sogar zwei Papageien keine richtige Pfote haben, also nur eine Pfote haben und somit das Futter schlecht in die Pfote nehmen können oder in die Kralle, sagt man ja, um dann mit der anderen zu hessen. Von daher finde ich es positiv, wenn man das Ganze ja erstmal klein schnippelt. So, und wenn wir gerade dabei sind, hier habe ich noch eine Gurke liegen. Die schnippeln wir auch noch ein bisschen was dazu. Da freuen sich auch die Papageien drüber. Nein, Mietzel, für dich ist das nichts. So ein bisschen Gurke ist jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Und fressen die Papageien eigentlich auch ganz gerne. So, und jetzt haben wir eine gemischte Schüssel mit Banane, Apfel und Gurke. Alles gut? Ja, fein, fein. Ja, ja, Luzi, alles fein. So, und dann bringen wir das Ganze jetzt mal zu den Papageien. Da draußen stehen schon die Hunde und gucken. Nein, das ist nicht für euch, ihr zwei. So, draußen bleiben, nicht mit, und nicht mich anspringen mit den dreckigen Pfoten. Kommt raus. Kommst du auch mit, Mietzel? Oder bleibst du drin? Und das bringen wir jetzt mal hin. Guckt mal, was ich für euch hab, Püppi. So, wie geht's euch? Ja, keine Panik, keine Panik. Ich stelle das erstmal dahin. Erstmal alle begrüßen. Erstmal Püppi begrüßen. Oh, Püppi. Ja, du musst gar nicht die Federn aufstellen. Alles ist gut. Na? Ja, fein. Ja, es wird schon wieder matschig hier drin. Dem Wetter geschuldet, weil es heute ja geregnet hat in den letzten Tagen. Und so, ihr seid alle da. Alles gut. Dann gibt's jetzt Futter. Hallo? Das Futter ist angerichtet. Lässt es dir schmecken? Ja. Hallo? Peggy? Hallo? So. Die anderen warten noch. Püppi ist auch am Fressen. Sie lässt sich's auch schmecken. Und ihr seht, der Rest wartet noch, bis ich jetzt raus bin. Also, der Hunger scheint erstmal nicht so groß zu sein. Zumindest bei den Papageien. Umgekehrt.
Zumindest bei den Nymphen. Die Papageien scheinen Hunger zu haben. Außer Su, wo bist du? Su ist hier oben. So, und jetzt ein bisschen Obst sammeln, bevor die ganzen Stare sich das holen. Wir sind ja hier wieder wie die Verrückten im Baum. Haben ja schon den ganzen Kirschbaum leer gefressen. Jetzt hängen sie hier oben drin. So, da fliegen sie davon. Aber sie werden gleich wiederkommen, das nützt alles nichts. Ja, hier Birnen, da vorne noch Äpfel, hinten Äpfel, nochmal Birnen. Also einiges auf der Obstwiese aufzulesen. Die Ausbeute von diesem und diesem Apfelbaum seht ihr jetzt in der Schubkarre. Schaut es euch an. Herrliche Äpfel und noch einen ganzen Eimer voll mit Äpfeln. Ja, ich bin kein Apfelexperte, deswegen kann ich euch nicht sagen, was ist. Aber diese helleren scheinen von diesem Baum zu sein. Und die schönen roten von diesem Baum, denke ich mal zumindest, dass es so ist, weil die meisten roten unter diesem Baum lagen. Und ja, wir werden mal antesten. Lecker. Überhaupt nicht mehlig, fruchtig, säuerlich. Bissfest. Schmeckt richtig nach Apfel. Und das Kuriose ist ja, bevor ich hierher kam nach Mecklenburg, ich konnte keine Äpfel essen. Ich hatte Allergie gegen Äpfel essen. Und hier ist es absolut kein Problem. Ja, vielleicht gibt es unter euch mal einen Apfelexperte, der mir sagen kann, was für ein Apfelbaum das ist. Oder welcher Apfelbaum das ist. Oder auch diese beiden Apfelbäume. Ja, oder vielleicht kann ich mir eher vorstellen, sieht man es anhand der verschiedenen Äpfel. Also aber wie gesagt, das ist nur von den ersten beiden Bäumen, nicht von denen da hinten. Und zu den anderen da vorne kommen wir jetzt noch. Ja, einlagern, einfrieren oder Apfelsaft daraus machen. Das muss man jetzt mal abwarten und schauen. So, und dann haben wir hier nochmals einen Apfelbaum. Also noch einen von vielen. Und ja, schaut euch mal diese Äpfel hier an. Das ist Wahnsinn. Also diese Äpfel sind so groß wie eine Hand. Vielleicht weiß der eine oder andere, welche Art von Apfelbaum das ist oder welche Art von Apfel es sich hierbei handelt. Also gegenüber den anderen viel, viel größer. Ja, und die werden wir jetzt auch mal alle aufsammeln. Ich schätze mal, dass diese recht mehlig schmecken würden, aber für die Pferde wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Ja, dann neben dem Pflaumenbaum, an dem wir vor kurzem gepflückt haben, befindet sich gleich nochmal ein Apfelbaum. Ist zwar auch schon größtenteils bepflückt, aber da hängen zum Beispiel diese Äpfel dran. Ja, und hier schon der nächste Apfelbaum. Also ich glaube, auf dem Grundstück stehen um die 10 Apfelbäume. Ja, ich denke, man sollte daraus Apfelsaft machen, weil für Äpfel ist zu viel. Obwohl für die Pferde ist es wiederum passend. Die freuen sich über Äpfel. Ja, dieser Baum hängt auch noch wundervoll voll mit Äpfeln. Ihr könnt das sehen. Schreibt mir mal in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr, was das für ein Apfelbaum ist. Anhand der Äpfel oder anhand des Baumes. Ja, ich bräuchte im Prinzip einen echten Apfelexperten, der mir sagen kann, welche Apfelbäume hier stehen. Also ihr seht, hier hängt noch einiges. Hier hängt noch alles voll. Ja, das erstmal zur Apfelernte. Einiges geerntet. Mit dem Eimer dazu noch haben wir einen ganzen Schubkarren voll. So, jetzt werden wir mal die
Stäbe nachhämmern. Cindy hämmert schon. Und ja, hier müssen wir ein bisschen nachspannen. Und ja, dann auch alle nachhämmern und nachspannen. Den Stromzaun. Und ich glaube, es ist kein Strom mehr drauf. So, das war wieder ein Tag. Ein glücklicher Tag auf meinem Lieblingshof. Mein toskanisch-brandenburgischer Hof. Ja, mit der großen Apfelernten, mit den Vögeln und so weiter. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst unbedingt ein Abo da, damit ihr keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Lasst ein Like da und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Da ist bestimmt das ein oder andere Interessante noch für dich dabei. Ciao und bis bald. Und der heutige Glücksspruch heißt: Glück ist es, wenn man genügend Obst in seinem Garten hat, um sich selbst zu versorgen. Ciao und bis bald.